Das hier ist Tsuyosa. Das ist ein Edelflieder, der blüht von Mai bis Juni, Juli. Und das Besondere an ihr ist, ihre Superkraft ist der Duft. Es ist wirklich ein betörender Duft, der riecht richtig genial. Natürlich perfekt auch auf dem Balkon, vielleicht im Kübel sogar zu halten. Eine sehr, sehr robuste Pflanze, die bis zu 4 Meter hoch werden kann. Natürlich, wenn man sie nicht schneidet. Aber ich denke mal an, keiner möchte einen Flieder da haben, der 4 Meter hoch ist. Dann braucht die natürlich einen sonnig schattigen Platz. Das heißt also sehr, sehr anspruchslos. Ein bisschen Wasser, nicht zu viel. Und ansonsten wirklich ganz, ganz toll für die ganzen Bienen, für die ganzen Schmetterlingen, weil die werden so angezogen, weil dieser Duft ist wirklich betörend.